Ja, 5 Uhr morgens und die Glocken, die klingeln. So moke wie dat, so soll das sein. Also, Attacke Vollgas hier nochmal auf Amur und Schuppenkarpfen im Idealfall an der alten Festung. Wie, wo und ob sich das überhaupt lohnt hier, gucken wir mal. Ja, raus damit mit den Ködern. Wir standen ja jetzt schon am letzten Freitag hier im Livestream, haben hier ordentlich wettgeangelt und es wurden richtig dicke Brocken gefangen. Alter Falter, es ging richtig gut ab. Auf Amur, auf Schuppenkarpfen und Co. Also es hat gut funktioniert hier. An der Stelle, die meisten haben, glaube ich, auch hier geangelt. Ich meine, das ist hier die ultimative, klassische, alte Stelle für Amur. So, jetzt sehe ich gerade, langsam wieder hier ein bisschen, so, ein bisschen die Lichtverhältnisse mal geändert hier. Besser. Ja, was läuft? Kokossahne läuft. Kokossahne in, ich sag mal, einfacher Kombination. Hier einmal jetzt mit Pellet und mit Kokos 22, beziehungsweise Kokos Boilie, Kokos Pellet. Läuft auf einer großen Frequenz oder einer größeren Frequenz. Man kann natürlich nochmal kleinere Boilies verwenden und dann natürlich auch einen Einserhaken. Dann hat man da eine deutlich bessere Frequenz. Oder man geht hier eben dann doch deutlich größer rein. Wenn ihr hier größer reingehen wollt, geht vorher woanders einkaufen. Ich habe gerade nochmal geschaut, hier an der alten Festung alles komplett ausverkauft. Also hier kann man im Moment fast gar nichts einkaufen aus diesem Kokossahne-Bereich. Ist einfach gerade wohl wieder the shit. Oder ich glaube auch schon seit irgendwie einer Woche oder sowas oder schon ein bisschen länger, dass das gerade wieder gut funktioniert hier auf Kokossahne. Ja, Futtermische und so zeige ich auch gleich noch. Ich habe eine relativ große Futtermische genommen. Bin also jetzt hier jetzt gerade nicht auf hohe Frequenz aus, sondern suche die noch fehlenden Trophäen. Denn alte Festung ist gar nicht mal so leicht. Schuppenkarpfen und schwarze Amur fehlt mir noch. Ja, ist ein bisschen tricky. Ja gut, da oben fehlt noch der Frosch. Den Frosch, den fängt man irgendwann. Ich habe ihn sogar schon im Hals. So, von daher ist er doch leicht und schnell gefangen. Irgendwann kriegt man den. Aber den Amur, den schwarzen Amur gerade und den Schuppi, das wird schwierig. Ja, und jetzt habe ich gerade nochmal geschaut. Wir haben demnächst hier an der alten Festung so ein richtig schön schlonziges Wetter. Da kann man sich jetzt natürlich entscheiden, gehe ich bei diesem konstanten Wetter eher auf Aal, schön Regen und graues Wetter, schön aufs Aalangeln in der Nacht oder dann vielleicht doch auf die Schubbis. Und ich teste jetzt, beziehungsweise schwarze Amure, die sind ja auch gerne mal so für regnerisches Wetter zu haben. Ich teste jetzt natürlich durchgängig auf Amur. Amur bzw. Schuppenkarpfen, wenn er mit reingeht, wäre das natürlich top. Ja, vom Setup her relativ groß. Ich bin nicht mit dem ganz großen Setup hier. Bin hier jetzt auf 31 bzw. hier ist ja schon ordentlich Verschleiß drauf. Also so um die 20 Kilo. Ich könnte sogar noch ein bisschen leichter vielleicht sogar reingehen. Aber das lassen wir jetzt erstmal einfach so. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich ein Setup hier umbaue. Vielleicht machen wir das einfach mal eben. Ich nehme mal dieses und baue mal ein Setup oben auf Pop-Up. So, jetzt ist hier also zweimal klassische Haarmontage und eins machen wir mal mit Pop-Up-Rig. Und dann gucken wir gerade mal rein, was sich denn da lohnen könnte. Kokos, wir haben hier Kokosnuss-Sahne. Kokosfrüchte. Kokosfrüchte will ich eigentlich nicht. Kokossahne 22 könnte man. Und dann entweder nochmal mit Sahne oder Banane. Banane lief ja auch vor kurzem. Kokossahne, Kokossahne. Oder einfach süße Sahne nehmen. Könnte man machen, ne?
Oder gibt es noch was ganz anderes? Oder man geht mal... Oder ich gehe mal so rein hier mit doppeltem Mais. Weil wir ja auch auf groß wollen. Kokossahne. Und Kokossahne Doppelmais. Das ist ja doch auch eine relativ selten verwendete Kombi. Auch hier die doppelten Maiskörner wäre auch nochmal eine Idee. Da ballern ja auch mal ganz große drauf, weil das halt so viel ist an Köder. Also das ist ja hier das Populäre, was halt viel geht. Und das ist das Populäre und vielleicht auch mal das. Aber hier die anderen drei, die sind ja vielleicht nicht ganz so populär. Und ich teste jetzt einfach mal das hier. Viel, also viel Mais und großer Boilie. Zack, hier auf, ja, ich sag mal so 17 bis 19 Meter. 17 bis 19 Meter geht doch, glaube ich, ganz gut. Ich werfe halt immer hier so in diesem Freiraum zwischen dem Schilf und dem toten Holz. Ich meine, es gibt, glaube ich, hier auch von diesem Spot und auch vom Angeln auf die Fische bestimmt schon 10 andere Videos. Sollte also bekannt sein, was und wie das hier so geht. Wie gesagt, Frequenz ist natürlich jetzt mit diesen großen Ködern, mit den großen Haken, mit den großen Boilies, ist die Frequenz nicht groß. Wenn du hier stehst mit einem leichteren Setup, mit, keine Ahnung, 15 Kilo Bremskraft hier vielleicht, dann kleinere Boilies nehmen. Guck mal, hier werden schon wieder weiße Amure gefangen. Der kommt hier aus 21 Kilo. Vorhin schon was gesehen mit fast 25 Kilo. Also es lübt gerade hier ganz gut mit den Viechern. Die ballern halt ganz gut rein. Aber ja, wenn man eben auf der Suche ist nach der Trophy, dann vielleicht doch ein bisschen größer reingehen. Ich hatte vor Monaten hier auch den weißen Amur abgeschlossen. Innerhalb von wenigen Tagen dann mehrfach auch die Amur-Trophy gezogen. Also es lübt, also wenn es lübt, dann lübt es. Und dann auch ruhig, wie gesagt, mit größeren Boilies rangehen. Von der Futtermische her bin ich, ja, natürlich mit dem PVA. Man kann natürlich auch eine Trockenmische verwenden. Die Trockenmische dann mit der Futterrakete vielleicht ausbringen, darauf dann achten, dass man die passende Futterrakete hat, und zwar die für die großen Partikel. Dazu gibt es ja auch ein extra Video, wenn ihr Fragen dazu habt, einfach mal reinschauen. Also, Kokossahne und Kokossahne Feed Pellets, diese beiden sind hier drin, 7er und 12er. Und dazu ein geschredderter Boilie. Und ein ganzer Feed Pellet in 8. Also ein ganzer Pellet als klein, den man so quasi an den Haken schon rantüdeln kann. Und dann ist das hier also ein normaler Pellet, kein Feed Pellet. Und dann hier Kokossahne einmal geschreddert und das Ganze mit Kokosnuss Cream abgeschmeckt. Jawolski. Und dann rein das Ganze ins PVA getüdelt und rausgeworfen. Ja. Und damit hat er es dann auch vorgestern im Turnier, im Wettangeln am letzten Freitag, da das auch richtig gut funktioniert. Und da sind ein paar große Brocken reingegangen. Schwarze Amure richtig gut. Ja, wie gesagt, Schuppenkarpfen und auch der normale weiße Amur. Ja, und jetzt heißt es erstmal warten. Ich meine, Anfütterungszeiten, ne? Ich war jetzt ungefähr so um 3, 4 Uhr hier. Hab dann schon direkt Futter reingeschmissen. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Warte jetzt erstmal noch ein bisschen. Futter ist eigentlich ausreichend drin. Und würde jetzt, wenn ich das nächste Mal auswerfe, erstmal das Futter wieder runternehmen. Ich will jetzt nicht noch weiter anfüttern, sondern fütter dann erst so gegen nachmittags 16 Uhr nochmal erneut an. Und so lasse ich das jetzt erstmal hier die nächsten Tage auf diese Kombi. Ja, jetzt gucken wir mal, ob hier noch was geht und wann es losgeht. Das braucht halt ein bisschen mit dem Wirken vom Futter und so. Und dann ballert das hoffentlich gleich hier rein. Ich glaube, da zieht doch einer ab, oder? Ja, da zieht doch einer ab. Und lassen wir ihn nochmal ziehen. Ja, zack. Da ist er weg. Und ist gewichtsmäßig doch ganz okay. So, komm mal ran hier. Aber noch nichts Großes. Wie viel hatte ich denn jetzt? 4? Ich glaube, ich werfe noch eine Futtermische, werfe ich noch. 4 Stück, genau, 4 Stück. Ich hatte 9 Stück noch davon. 4 Stück, das heißt, jetzt kommt die
fünfte. Damit habe ich jetzt erstmal 100 Gramm Futtermische dran. Und dann, wie gesagt, so gegen 16 Uhr, ja, wird dann nochmal nachgefüttert. Ja, im Moment eindeutig größere Frequenz hier auf der Pop-Up-Kombination. Vielleicht sollte ich doch gleich nochmal testen und das umstellen. Ich meine, es sind halt diese kleinen Komponenten mit dabei, die Mais-Kombis. Und da sind wir natürlich hier mit 25er und 22er Boilie deutlich größer und dementsprechend geringere Frequenz. Aber hier geht tatsächlich jetzt auch die ganze Zeit noch gar nichts drauf auf die großen. Vielleicht muss da echt noch viel mehr Futtermische drauf, dass sich das dann hier vielleicht eigentlich ja noch ein bisschen mehr lohnt. Ne? Andererseits, ja, man muss einfach warten. Ne? Das ist echt der Punkt. Man muss einfach länger warten. Wenn man die großen haben will, dann dauert's. Schwarze Amur ist gerade auch schon mit reingegangen. Auch natürlich sehr schön hier auf Pop-Up 22er mit Kokossahne. Also das quasi hier die klassische Pop-Up-Kombi. Allerdings, ja, was heißt klassisch? Mit dem doppelten, ne? Mit dem doppelten Maiskorn. Nicht die kleine Kombi, sondern die etwas größere. Vielleicht mache ich hier gleich einfach nochmal nur Mais. Und zwar die Viererkette. Die habe ich schon die ganze Zeit im Blick. Wäre nochmal eine Option. Und einmal komplett Pop-Up 22. Doppelboilie. Wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Einfach mal hier von der klassischen. Weißt du was, wir machen das einfach mal. Einfach mal von der klassischen auf einer Route aber nur. Klassische Haarmontage weg. Nochmal auf Pop-Up. Man muss ja rumexperimentieren, ne? Dann hier die Maiskette. Und dann machen wir hier Kokos, Kokos. Bleiben wir beim Doppelten komplett auf Kokos. Futtermische jetzt wieder runter. Da hinten zieht er gerade ab. Hier der Dreier, sehr schön. Auswerfen hier auf 19 Meter. Zack. Und da haben wir einen schönen Brocken drauf. Jawohl. Also, so mok wieder. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, wie gesagt, mit der Frequenz. Mit der Frequenz ist es halt eher bei den kleineren Boilies, ne? Ganz klarer Fall. So. Und wieder raus damit. Zack. Und dann hoffen wir nochmal, gerade auch so in Richtung Abendstunden, dass dann nochmal mehr schwarze Amure reingehen. Morgenstunden, Abendstunden war das zuletzt ganz gut. Und auch mal in der Nacht, dass dann die schwarzen Amure da reingeballert sind. Von daher wird das hier eine etwas längere Session. Aber ich glaube, wir haben sämtliche Infos raus. Zieht raus die Brocken. Ja, was soll ich noch sagen? Das ist hier eine der ultimativen Stellen an der alten Festung. Es gibt ganz viele Videos schon auf dem Kanal. Einfach mal oben in der Kanalsuche alte Festung eintippen und dann werdet ihr schon was finden zum Hechtangeln, zum Aalangeln, bestimmt auch hier an der Stelle auf Tauwurm und auf Fischfetzen. Einfach mal reinkloppen und gerade wenn man hier so ein Wetter gerade hat mit diesem leichten Regen hier, dann läuft das, wie gesagt, mit den Amuren und mit dem Aal auch immer ganz gut. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich teste jetzt hier noch ein bisschen andere Montagearten und werde hier nochmal mein Glück probieren auf Amur und auf Schuppenkarpfen. Ich denke allerdings, jetzt gerade so zur Mittagszeit, ist es halt ein bisschen weniger. Ich denke, da wird dann gleich eher in Richtung Abend- und Nachtstunden noch ein bisschen mehr gehen in Richtung schwarze Amur vor allem auch. Also, Petri, ihr Lümmels, zieht raus, macht euch ein entspanntes Wochenende und dann sehen wir uns am Montag im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags ja immer um 19 Uhr auf Twitch oder im nächsten Video. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, Petri.